Wichtig ist eben die unmittelbare Rennvorbereitung. Man kommt nicht einfach zum Rennen, steckt aus dem Auto aus, baut sein Rad zusammen und fährt weg, sondern man reist einen Tag früher an, mindestens einen Tag früher an, schaut sich vielleicht die neuralgischen Punkte der Strecke an, schaut ganz einfach, wo man auch von der Position her vorne fahren muss, ob man auch mal ein bisschen hinten relaxen kann, schaut sich natürlich das Streckenprofil ganz genau an, montiert sich die Startnummer, holt alle eben wichtigen Sachen, die man sonst noch zum Start braucht, und man stellt sich relativ früh eben in seinen Startblock, in seinem ihm zugewiesenen Startblock, damit man auch von der Position her eher bevorteilt als benachteiligt ist.